Kanal. Heute ein etwas spontanes Video, weil mir da mal was ins Auge gefallen ist, was ich euch gerne vorstellen und zeigen würde, wer es noch nicht gesehen habe. Ich habe schon ein Video über ihn zwar gemacht, aber WG hat jetzt ein Paket reingehauen, wo ich sage, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und zwar geht es um den Kampfpanzer 07RH. Manche werden es vielleicht gesehen haben. Ich habe es relativ spät jetzt erst gecheckt. Und zwar geht ihr im Laden unter DLC und da habt ihr hier unten Panzer des Monats. Und das ganze Paket kostet euch 10 Euro. Ihr kriegt einen 8er Premium, Garagenstellplatz automatisch, 10 Silberboosts, 850 Gold und 3 Premium-Tage. Und das für 10 Euro mit dem Panzer ist ein verdammt gutes Angebot, muss ich echt sagen. Zumal dieser Panzer wirklich Spaß macht, in meinen Augen. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, aber für 10 Euro ein 8er, also ich meine, wenn wir sonst gucken, was eigentlich so die Dinger kosten, ja, wir haben hier das 259 und den Arakis oder Panzer 68, bliblablub, wie er dann ohne Skin heißt, die sind so zwischen 10 und 8k. Und wenn wir da mal gucken, so sagen wir mal ab 8k Gold, naja, da sind wir schon ungefähr bei 30 Euro. Heißt, ihr spart hier eigentlich 20 Euro schon, nur für einen 8er Premium mit Premiumzeit und Gold und Booster. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen und deswegen, diesen Panzer habe ich schon vorgestellt. Da gibt es nicht viel zu sagen, dazu zu sagen, klingt glaube ich besser. Und ich nehme euch jetzt einfach nochmal in ein paar Runden mit, wo wir den Panzer nochmal fahren und ihr euch nochmal ein eigenes Bild machen könnt, was euch denn bei diesem Panzer erwartet. Wenn ihr rechts drüben die Stats schon seht, der hat 200 Alpha, er ist nicht über den Alpha wirklich stark, sondern er kommt über die DBM. Und Panzerung können wir uns auch nochmal ganz kurz für diejenigen, die das Video nicht kennen, anschauen. Ihr habt 115 an der Front. Leicht gewinkelt kann da vielleicht mal ein Autobounce-Winkel sein, aber im Grunde seid ihr eigentlich Pappe. 80 Hirte an der Turmfront, das ist nicht viel. Ihr 75 an der Seite, also Panzerung ist nicht viel da, aber er kommt halt wirklich mobil. DBM hat er. Das ist einfach nur ein Traum. Ja. Und in diesem Sinne, Freunde, würde ich sagen, starten wir direkt rein. So, Freunde, da sind wir auch in der ersten Runde. Verstecktes Dorf, Top-Tier-Lobby, das ist cool. Die Map ist zwar nicht ganz optimal, aber die Lobby ist auf jeden Fall gut. Ich wäre nur gern auch von der anderen Seite gestartet. Die Map-Seite mag ich jetzt nicht ganz so sehr, aber wir gucken mal, was wir rausholen können. Und ihr seht schon, der Reload hier, also 3,6 Sekunden mit Rationen, seid ihr bei 3,1. Da geht schon ordentlich was vorwärts. Ihr habt auch wirklich gut Munition mit, braucht er auch, weil er halt viel und schnell schießt. Wir müssen jetzt nochmal gucken, hier in der Mitte kommen ja gerne mal die Lights, dass wir da das ein bisschen abpassen. Ah, da ist der AMD. Und der ist jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen blind, würde ich fast meinen. Der jetzt nicht so ganz, aber wir konnten den direkt einsammeln. Gun Handling ist auch auf jeden Fall akzeptabel und okay. Da kann man nicht groß meckern. Wir haben einen Light, der außen rum spielen will. Dann werden wir mal gucken, ob wir dem wegen entgegenkommen können, weil wir haben ja hier noch ein bisschen Support. Also gut, ja, obwohl, nee. So jetzt 6er, fühle ich jetzt nicht so ganz. Wir schauen mal, was geht. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, wo der Light hingedüst ist. Da ist ein 45 TT. So, da haben wir einen. ...59, der in AFK steht. Ich zumindest nicht ganz checkt, was hier Phase ist. So, er wird mich jetzt hier auf jeden Fall spotten. Muss ich hier halt aufpassen, weil alleine gegen die beiden ist schwierig. Oh.
Oder die Arti sagt mal hallo. Das ist auch ein gutes Argument. So, ihr seht schon, DPM ist hier auf jeden Fall da. Nur halt der Alpha nicht. Wir werden uns jetzt hier noch eine fangen. Ich will aber eigentlich am Haus bleiben. Zwecks Arti. Borast natürlich jetzt auch wieder ein ekelhafter Gegner, der noch mit reinschallert. Der hätte jetzt nicht sein müssen. So, da haben wir noch einen Jumbo-Schirmen. Wird uns hier die Deckung weggeschossen. Machen die dasselbe mit uns, was wir vorhin gemacht haben. Das ist ein bisschen uncool. Müssen mal schauen, dass wir uns jetzt hier verziehen. Und doch wieder zugehen lassen. Weil es jetzt schon sehr aggressiv war hier. Ihr seht schon, wir sammeln aber auch gut Spot. Also Sichtweite hat er auch leider nur nicht so einen guten Tarnwert, weil er halt relativ groß ist. Ich mache ja erst einmal Gebäudeumstrukturierung. So, jetzt müssen wir mal schauen. Der Gegner hat auch schon Leid bei uns. Ah, dahin ist der abgehauen. Okay, okay, okay. Das ist jetzt aber uncool. Wenn der dort spielt. Gegen den T71 kann ich jetzt halt auch nicht mehr viel machen, weil ich relativ viel getradet habe dort unten. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier noch ein bisschen Sniper-Support liefere. Worüber der Panzer ja eigentlich auch spezialisiert ist. Also ihr seid eher wirklich der Supporter. Ihr könnt nicht viel tanken, weil ihr habt keine große Panzerung. So, aber ihr seht schon, die Kanone ist halt echt ein Traum. Die funktioniert. Der Gegnerleit ist bei uns. Und der Medium. Oh, okay. Ist jetzt natürlich ein bisschen unangenehm. Die Hellcat hat nochmal gespottet gehabt, aber ich glaube, da komme ich eh nicht mehr ran, richtig. Nochmal getroffen und resettet. Jetzt gewinnen wir das schon durch Käppe. Ich will jetzt hier auch nicht unnötig drauf gehen eigentlich. Ja, die werden wahrscheinlich in der Mulde stehen. Ja. Ihr müsst halt mit diesem Panzer wirklich darauf achten, dass ihr flexibel bleibt. Ihr müsst schnell reagieren. Ich hätte auch schon tot sein können. Ich habe ein bisschen spät reagiert, aber es ging nochmal gut. 3000 geschossen, 1000 unterstützt, 4000 kombiniert. Ja, 17 Direkttreffer, also ihr seht schon, DPM ist halt wirklich insane. Der macht wirklich Spaß, er ist halt mal absolut nicht Meta. Er hat keine krasse Pen, er hat keinen krassen Alpha, er hat keine krasse Panzerung. Er ist halt nur mobil, hat eine DPM. Ja, hat eine gute Sichtweite, relativ schlechten Tarnwert, was es wieder ausgleicht leider. Ich würde sagen, wir gehen in die zweite Runde. So, wir sind in der zweiten Runde. Ehaluf Standardgefecht. Wieder top die Runde. Hier bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob ich in die Heavy Gas will oder eher snipen gehe rechts. Weil Heavy Gas ist halt schon ordentliches Gepränge. Und wir haben ja keine Panzerung. Deswegen glaube ich, würde ich mich auch eher beim Snipen sehen. Kommen wir da schon mal? Ja, die Pen ist halt echt nicht gut.
müssen wir mal kurz durchs Turmdach schießen. Ja, Arti ist halt auch schon drauf. Muss man aufpassen, haben wir schon mal ein bisschen Spot. Der hätte getroffen. Wäre der Hügel nicht gewesen. Ja, der Hotchkiss da unten ist halt nervig. Wie so. Das ist noch eine verlorene IS-2. Tut mir ja fast wegen leid. Der ist halt echt gut gepanzert, ne? Gepennt. Mal schauen, ob wir da helfen können. Jawohl. Also die Kanone ist halt wirklich ein Traum. Ah, jetzt jodelt der hier durch oder was? Ja, oder auch nicht. Voll gespielt von ihm. Jetzt müssen wir halt auch ein bisschen die Geduld erstmal bewahren, weil da hinten stand noch einiges auf dem Hügel. Und unser Light müsste jetzt mal Licht machen, dann kann ich hier auch supporten. Da zum Beispiel. Ah, der war zu spät. Aber den zum Beispiel konnten wir auch komplett outspotten. So, jetzt machen wir mal ein bisschen aggressiver hier mit rein. Der TL1 ist halt auch ein starker Gegner, ne? Den sollte man nicht unterschätzen. Mal schauen, dass ich da oben irgendwie hinkomme, ohne dass ich groß aufgehe. Team räumt halt auch gerade bei uns sehr stark auf. Was überhaupt nicht cool ist. Ich muss jetzt halt gucken, dass ich das hier irgendwie über den Hügel bespiele. Dass wir ganz schnell dann unserem Team noch helfen können. Ja, seht schon, also fliegt halt auch nicht schnell die Munition. Oh, der ist auch tot. Oh, jetzt müssen wir auch hinterher rennen, ey. Hat die Runde jetzt leider nicht so geil. Wo man hier halt auch wieder sagen muss, ne, man hat 9 Treffer. Das ist bei anderen Panzern, die hier mit 300 Alpha oder 390, was ja hier mittlerweile auch schon auf Stufe 8 Niveau angekommen ist, echt viel. Ach, jetzt habe ich hier auf Heat geladen, Alter, nochmal. Unnötig. Oh,
Und hier kommst du halt nur mit 200 Alpha. Wenn du Pech hast, machst du noch eine Low Roll mit 160 oder so. Und man hat hier schon relativ viel geschossen. Mit anderen Panzer hätte man jetzt schon halt 3000 noch was gemacht. Wir haben jetzt halt gerade mal 2000 geschossen. 17 Direkttreffer, 2800 kombiniert. 2900, wenn man es aufrundet. Ja. Das sind dann halt so Sachen. Damit muss man sich anfreunden. Was ich aber gar nicht schlecht finde halt an dem Panzer. Es wirkt halt sehr wenig und sehr unzufriedenstellend. Aber man hat ja recht viel schon gemacht. Also wenn man sieht, wir haben 21 Schüsse abgegeben. Okay, das wegen 4 daneben geschossen oder abgeprallt noch. 11 nur gepennt. Aber der Panzer an sich, der macht wirklich, wirklich Spaß. Und er ist halt mal kein OP-Teil, wirklich. Das ist halt das, was ich auch sehr gut finde. Und deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsachter direkt geworden. Also ich finde den wirklich absolut genial. Ja, das von meiner Seite. Kurze Beispielrunden noch einmal für euch. Ob ihr euch den holt, liegt natürlich in eurem Ermessen. Aber ich denke mal, für 10 Euro in diesem gesamten Paket kann man nicht viel falsch machen. Wenn man die Preise heutzutage bedenkt, was die Dinger ja schon kosten. Ich hoffe, euch hat es gefallen und geholfen bei der Entscheidung. Und ja, freue mich auf euch dann im nächsten Video oder Stream. Reingehauen.